Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich hoffe, du kannst mir heute helfen. Wie viele von euch wissen, ich saniere gerade dieses Mehrfamilienhaus hier hinten und vielleicht könnt ihr mir helfen. Und zwar, es geht um das Thema der Fassade Sandstein und der Sandstein, der hat ja viele Herausforderungen und ich würde gerne wissen, was du an meiner Stelle machen würdest. Und dazu gehen wir jetzt mal ganz schnell rein, damit ich dir mehr Informationen dazu geben kann. So, wir befinden uns gerade jetzt im Gebäude und jetzt möchte ich dir gerne meine Herausforderung zeigen. Hier ist die Sandsteinwand von innen und hier in dem Bereich war nochmal was abgemauert. Also alles komplett bis ganz hoch stand nochmal eine Mauer und das Problem war, dass hier in den hinteren Bereich der Sandstein, der ist ja ein bisschen porös, das heißt, da läuft Sand rein, da ist ein bisschen Schutt und sowas. Das heißt, hier war Sand gestanden bis hierhin. Dieser Sand hat sich mit Feuchtigkeit natürlich vollgesaugen und das Problem ist, dass wir im unteren Bereich dann Feuchtigkeit hatten. Jetzt wäre meine Frage an dich, was würdest du mit dieser Sandsteinfassade machen von innen? Ja? Von außen ist kein Problem, da werden wir sie ganz normal erhalten, aber was würdest du hier innen machen? Hier kommen neue Fenster rein und es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, man verputzt das ja, mit einem speziellen Putz, so eine Art Silikatputz. Man kann aber natürlich auch sagen, man macht eine Trockenbauwand davor. Diese Trockenbauwand hat aber natürlich die Herausforderung, du musst überlegen, dieser Sandstein ist immer nass bzw. immer feucht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Trockenbauwand davor setze, muss ich die irgendwie schützen, dass die Feuchtigkeit nicht bis zur Trockenbauwand kommt, weil natürlich sonst die Trockenbauwand aufweicht. Das könnte man natürlich lösen, indem man eine Diffusionssperre einbaut, das heißt eine Folie davor. Hast du vielleicht noch eine andere Idee, wie man dieses Thema hier im Hintergrund lösen kann mit diesem Sandstein? Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, es zu putzen. Das heißt, es muss ein Putz drauf, der natürlich atmungsaktiv ist. Eins meiner größeren Probleme aber in dem Bereich ist, dass, ich hoffe, du kannst es sehen, wenn du hier seitlich reinschaust, siehst du mal, wie groß diese Abstände hier sind. Also bei einigen Sachen sind es mehrere Zentimeter, wo diese Steine hier rausragen. An der Außenfassade ist es ja relativ glatt, hier innen nicht. Also vielleicht hast du eine Idee, vielleicht kennst du auch jemanden, der uns in dem Bereich ein paar Informationen geben kann. Wir für uns haben uns eigentlich schon für eine Strategie entschieden. Aber es gibt ja niemals den perfekten Weg. Und ich glaube, dass die Community von immobilienverrückten Investoren vielleicht noch mal eine coole Idee hat, wo sie mir helfen können. Also wenn du mir helfen kannst oder wenn du mir vielleicht jemanden empfehlen kannst oder sonst irgendwas, schreib es gerne hier unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn du mir helfen kannst. Das war jetzt heute mal ein ganz anderes Video. Ansonsten ganz viele andere Informationen von dieser Baustelle findest du auf unserem YouTube-Kanal und vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich wünsche dir was, schöne, erfolgreiche Woche. Dein Schmidt-Christian. Bis dahin. Ciao.